Okay, Gegengift habe ich gefunden. Gar nicht so schwer. Oh, und ich habe gedacht, Hexertränke wären widerlich. Ach, Quatsch. Beschwer dich nicht. Hey, mach auf. Blubbelt hier. Ah, da ist noch was. Achso, das war, haben wir ja schon gesehen. Okay. Abgeschlossen, ja, okay. Da ist noch was. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Ah, das sehe ich auch so. Ertrunkene. Was sonst? Ja. Was sonst? Gute Frage. Hier gibt's auch sonst nichts Großes. Naja. Hallo, mein Freund. Was machst du denn da? George! Tot. Ach ja, ach ja. Nur, dass jetzt hier leider nicht so viel Platz ist. Das ist irgendwie ungünstig gerade. Ungünstig. Ungünstig. So, kann ich hier irgendwie eine Stunde pennen? Ja. Na, sehr gut. Okay. So, wo seid ihr denn jetzt? Ach ja, hier ist ja noch was. Komm her. Na, mein Freund, bist du wieder da? Hoppa. Hopp. Und tot. Hoppsa. Jetzt natürlich die große Frage. Was haben wir denn jetzt hier bitte genommen, dass wir so überladen sind? Oh. Oh, okay. Das sollten wir mal nicht eben leichtfertig wegschmeißen, gebe ich zu. Puh. Gut. Hier irgendwas, was wir wegwerfen können? Nee, alles nicht so richtig gut zum Wegschmeißen. Davon könnte ich ein paar weniger gebrauchen, aber ist jetzt gerade mal nicht so drin. Da, hier sind doch noch massenhaft Sachen, die man einfach mal über Bord schmeißen kann. Jo, okay, schmeißen wir weg. Brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir sowieso nicht. Krostiges Brotmesser. Überhaupt nicht. Notwendig. Okay, so. Sollte jetzt aber auch reichen fürs Erste. Jo, reicht auch. Ich habe ab jetzt ja wieder was zu... Hopsa. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch was Nettes kriegen hier. So, das, wir müssen uns jetzt einfach mal... Hier ist irgendwie nichts, was uns weiterhilft. Nee. Da ist was. Oh. Den hätte man auch gerne mal früher sehen können. Und tschüss. Na, komm her, Ertrunkener. Ah, ich glaube, da vorne war auch übrigens der Tote. So, nichtsdestotrotz müssen wir den ja jetzt noch kurz untersuchen.
Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Hm. Überall Erbrochenes. Hatte wohl auch das Gegengift. Hm. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Hm. Offensichtlich, was ist er denn? Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Ich muss die Leichen verbrennen, sonst verschwinden die Ertrunkenen nie von hier. Ja, vielleicht gar nicht so doof. Brenn. Brenn, 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 brenn. Was ist denn hier? Irgendwas? Nee, hier ist nichts weiter. Gut. Na. Na, komm her. So, jetzt gehen die Ertrunkenen hoffentlich woanders fressen. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, trotzdem bleibt die Frage, wohin gehen wir jetzt? Da oben geht's weiter. Na, ich gehe mal einfach mal durch. Ah. Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Okay. So weit, so gut. Bleibt nur die Frage, was hier so geblubbert hat noch. Eventuell ja irgendwas, was wir nicht... Was wir auch nochmal angucken sollten. Ne, hier ist nix. Gut. Hopsa. Na, wo sind wir denn jetzt hier? Folterkammer? Okay, das ist abgeschlossen. Also hier sind viele Dinge, die wir nicht brauchen. Gut. Also, hier kommen wir nicht weiter. Alles klar. Gut. Gut. Untersuchen wir den Schauplatz noch weiter. Hm, mal gucken. So, hier laufen wir jetzt mal hinterher. Hinterher. Ist da noch irgendwas? Ich habe die Befürchtung fast nein. Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht. Obwohl, dafür waren wir bestimmt schon drin. Mit Sicherheit waren wir schon drin, so. Ja, so, das haben wir. Verschlossen. Ich frage mich gerade, ach Gott, da oben. Das sollten wir finden. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auch. Hm. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Keine Spuren von Magie. Das war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Hm. Vielleicht wurden sie weggeschwemmt. So, jetzt folgen wir mal dem Geh durch den Riss. Folge der Strömung. Ja, das tun wir schon. Kennen wir ja schon. Alles hier. Hier waren wir schon. Ich komme näher. Ja. Ist hier jetzt noch irgendwas? Nee, da ist noch was. Hm. Der Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wyvernöl und Karamell. Karamell? Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Na dann. Auf geht's. Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Dann hoffe ich, dass wir da auch rechtzeitig rauskommen aus dieser Hölle. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt der schönste Ort hier. Also raus aus diesem Sumpf. Hallo Dijkstra. Wo bist du denn jetzt? Ah. Okay, Naschwerk, nee. Behalt mal. Kann ich hier also irgendwie wieder raus? Ich würde hier gern wieder raus. Mein Freund, wo bekomme ich hier raus? Wieso komme ich hier nicht raus? Das ist ja doof.
Okay. Dann wohl doch den anderen Weg. Nehmen wir doch den anderen Weg. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich bei Dijkstra wieder. Moin Leute und willkommen zurück. Wir erstatten jetzt endgültig mal Bericht im Badehaus und gucken mal, wie unser Kollege sich denn darüber freut oder auch nicht. Mal gucken. Wie auch immer. Wir werden sehen. Hallo, mein Freund. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Ach, ich bin fertig. Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Minimal. Na? Ich habe einen Teil der Bombe gefunden. Reicht, glaube ich. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Naja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Na dann. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Naja. Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Könnte man so sehen. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. So was? Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Ich liebe diesen Sarkasmus. Jeden Moment mehr. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Geht los. Oh, da war ja noch ein Becken. Egal, wir fangen mal mit dem an hier. Ah, an der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Ja, Badeöl, ne? Was sonst? Was soll sonst auf so einem Becken? Silberdeckel. Was. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Na dann mal los. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Wer ist das? Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein.
Er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Wo soll ich denn anfangen? Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Na, klingt doch mal gut. Dann wollen wir doch mal ab zum Stadthaus von Herrn Markgraf Henkels Haus. So, dann wollen wir doch mal losgucken. Gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Ach, ab durch die Bäder. Und hinaus ins Freie. Oh, ja. Gut. So, wo muss man überhaupt hin? Geh zu Markgraf Henkels Haus. Ärger? Nee, kein Bedarf. Wir gehen jetzt also in die Downtown. Oh! Und loppa. So. Was haben wir denn hier? Stopf dir Spinnen in den Arsch! Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Das lässt sich wohl so unterschreiben. Das A-Zeichen. Also, dann machen wir doch mal. Ups, und weg. Hier irgendwas Interessantes? Fußspuren. Scheinen auch relativ frisch zu sein. Gehen wir doch mal hoch. Irgendwas Interessantes hier. Was haben wir denn da? Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Okay, da scheint irgendwas zu sein. Ah, hier ist auch noch was. ...1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken. Im nächsten Raum, glaube ich. Na dann. Was finden wir denn hier? Schönes. Oder auch nicht so schönes. Was haben wir denn? Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Ein Fleck. Wövernöl. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Na, gehen wir erstmal. Ach, das ist ein Handschuh. Okay, die haben wir selbst schon gebaut. Ah, da ist noch mehr. Was ist das denn? Zucker. Und Klumpen von einer Substanz, die in Wüvernöl getränkt ist. Kalium? Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Aha. Wer auch immer Kalkstein ist. Na dann, gucken wir doch mal. Dijkstra. Und Triss? Nanu. Was ist das denn für eine ungünstige Kombi? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Schön. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Ja. Es deutet alles auf Menge hin. Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil?
Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache, Caleb Menge. Na super. Tja, Merigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Spielt keine Rolle. Was ich erfahren habe, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Du hast eingewilligt, mir zu helfen. Ja, deswegen muss ich dir aber nicht alles sagen. Diesmal lasse ich dir deine Dreistigkeit durchgehen. Aber nur, weil seine Hoheit, der Markgraf, wirklich was mit dem Diebstahl zu tun haben könnte. Hm. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Tja, und du drehst hier so lange Däumchen? Hm. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Na toll. Super. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Naja, das ganz steigert richtig eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Naja. Wie soll ich das jetzt sagen? Triss und ich, das ist Vergangenheit? Oder stellen wir das einfach nicht klar? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, das nicht klarzustellen. Vielleicht kommen wir auf diese Gelegenheit ja nochmal zurück. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Na toll. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hast auch nichts gesagt. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Gute Idee. Tess, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Kein Thema. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Gut. Dann würde ich wohl mal sagen, ja. Brauchst du etwas, Meister? Mache ich hier mal kurz einen Cut und wir sehen uns später bei den Jägerbaracken wieder. Gleich wieder da.